Aha, ich hab's. Habi. Ja, ich muss erstmal speichern gehen. Mensch, ihr seid jetzt aber auch schreibewütig oder was? Ist es weg? Alter. So, dann hat sich die Geschichte jetzt nämlich auch erledigt. Aber wir haben es nochmal. Nö, so will ich das auch nicht, geil. So will ich das auch nicht. Was bitte ist hier jetzt gerade passiert? Habe ich jetzt das gespeichert, dass ich sterbe? Warum zum Henker bin ich denn gerade gestorben? Was habe ich denn jetzt hier nicht mitgekriegt? Warum zum Teufel bin ich gerade gestorben? Abo wegen schlechtem Gewissen? Nee. Nein. Warum schlechtes Gewissen? Warum soll sie denn schlechtes Gewissen haben? Hat sie dir irgendwas getan? Maria, hast du irgendwas angestellt? Da hinten muss ich hin. Sehr schön. Wie komme ich da am schnellsten hin? Wir nehmen den Umweg. Gut. Nee, müsste ich nicht eigentlich hier durch die Dings da schneller hinkommen? Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt aufgeht, was ich hier vorhab, aber wir können es zumindest erstmal probieren. Und wahrscheinlich sollte ich mich mal heilen. Konzentrier dich doch mal, nicht immer nur Chat lesen. Ich bin aber so neugierig, ich muss doch wissen, was bei euch abgeht. Außerdem läuft doch gerade ganz gut. Ich bin hier schon viel öfter gestorben. Und viel schneller, viel öfter. Und es geht ja wenigstens Stück für Stück voran. Ich glaube, ich sterbe gleich. Hilfe! Ich hab's gehört. Irgendwo ist es doch hier. Geil. So, ich brauche Dingsbums hier. Lalalala, ich sollte aufhören, dem Vieh hinterher zu laufen. Ich glaube, das ist irgendwie nicht so clever. Ob ich das Teil eigentlich auch blenden kann, ist eigentlich auch mal eine interessante Frage. Wo muss ich nochmal hin? Ach ja. Ja, ich weiß, ich soll mich konzentrieren. Ach. Dann wäre aber auch der Stream wieder nur halb so chaotisch. Dann würde mir doch was fehlen. Ich bin überhaupt nicht hier. So, ich bewege mich jetzt einfach nicht. Weil ich gesagt habe, ich habe immer mal. Er hat nicht verstanden, was ich damit demnächst meine. Nee, hat er auch nicht. Ja. Aber jetzt bestimmt. Jetzt hat er es. Ich leiche mich einfach vorbei. Bin ich überhaupt richtig? Wo muss ich überhaupt hin? Ich bin im Kreis gelaufen, war sehr clever. Ach ja. Nein, ich wollte doch durch den Lüftungsschacht. Jetzt weiß ich wieder, wo ich hin wollte. Lass mich mal durch hier. Das Alien ist irgendwo da gut. Ich gehe genau in die andere Richtung, also mache ich eh alles richtig. Ja, ich wollte gerade sagen, nee, hier lag ja nur die Leiche rum, aber das ist ja alles, das hat alles seine Richtigkeit. Jum.
Hat das auch wirklich alles seine Richtigkeit? Dann muss ich tatsächlich mal wieder Videos machen. Ja, ich warte doch schon ganz gespannt auf das nächste Fallout-Video. Ich bin doch so neugierig, wie es weitergeht. So, jetzt muss ich darum laufen, darum laufen, darum laufen. Habe ich eh gleich wieder vergessen, aber hey. Schleichen, schleichen, schleichen. Am liebsten möchte ich aber rennen, rennen, rennen. Mann, ist das dunkel hier. Mach doch mal das Licht an. Da siehst du die Hand, die Augen von, die Hand vor Augen nicht. Meine Güte. Eine Runde vor sich hin stottern ist auch mal ganz cool. Stotter die, stotter die, stott, 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 stotter. Irgendwo hier war doch aber auch ein Speicherpunkt gewesen. Warum habe ich denn vergessen, wo der ist? Wo habe ich überhaupt das Spiel angefangen? Hier sieht alles gleich aus. Das ist immer so der Nachteil an diesen Raumstationen. Alles sieht gleich aus. Was ist denn das? Nee, das ist kein Speicherpunkt. Ja, da wurde ich gedingsbumstet. Gedingsbumstet. Wie nennt sich das? Desinfiziert, genau. Nee, eigentlich nennt man das nochmal anders. Wie nennt man das nochmal? Ach, ist mir auch egal. Ja, warum komme ich hier immer noch nicht durch? Was soll denn der Scheiß? Und wie bitte soll ich da jetzt hinkommen? Ist das vielleicht ein anderes Stockwerk? Oh nein. Mach doch keinen Müll. Mach doch keinen Müll. Tür verschlossen. Wo öffnen wir denn die? Ah. Okay. Die nächsten 15 Stunden eine Woche auf Platte. Zeit und Motivation sind im Moment das Problem. Ah. Ja, ich. Das mit der Zeit kann ich nachvollziehen. Und Motivation? Deine Fans wollen Videos sehen! Ist das nicht Motivation genug? Ja, dass das mit der Zeit nicht immer hinhaut, das Problem kenne ich. Irgendwie war ich hier schon mal, ne? Wie komme ich denn da hin? Ich kriege eine Krise. Er sagt mir doch aber auch, die Tür da ist. Wie komme ich durch die Tür? Ich muss durch die Tür kommen. Durch die Tür! Bin ich mir das ein oder laufe ich schon wieder im Kreis? Weil es so viel Spaß macht, laufe ich tatsächlich im Kreis. Boah. Ich habe mich verlaufen. Hatten wir lange nicht. Erst gestern Abend erinnere ich mich. Ich muss doch die Tür da irgendwie auch aufkriegen. Das muss doch irgendwie machbar sein. Vielleicht komme ich auch von hier rum. Man könnte es zumindest mal probieren. Hey, Troller! Wie komme ich hier rein? Ich will da rein. Sieht mir aus, als wäre da eine Tür. Vielleicht komme ich dadurch rein. Aber die ist auch abgeschlossen, ne? Ach, aber wir haben ja jetzt genau. Ha, sehr schön. Gut. Miam, miam, miam. Genau. Hebel benutzen, gegenhauen. So wird ein Schuh draus. Manchmal hilft einfach nur rohe Gewalt. Und manchmal nicht. Uah. Ha! Ich bin im Computerraum. Guck mal, ich bin hier drin. Du bist da draußen. Elebage, Elebage. Oh, was ist das denn? Oh, wie cool. Oh, was ist das? Ich haben will. Haben will. Oh, ist das knuffig. Guck mal, die Knopfaugen. Geil. Wie, deine Haare sind ab. Oh mein Gott, so komplett? Wie? Wie, deine Haare sind ab. Das ist ja furchtbar. Und laut deinem Smiley dahinter bist du damit auch nicht zufrieden. Wie weit sind die denn ab? Wie richtig, richtig kurz jetzt oder wie? Das ist ja krass. Nein! Tötet das Alien sie da gerade? Ach. Ich verstecke mich erstmal kurz im Schrank, oder?
Ja, sicher, sicher. Ich glaube, ich habe mich. Nehmen Sie den Frachter auch zum. Ach so, ich musste jetzt erst gucken, wie sie stirbt oder wie sehe ich das? Nee, ich bin hier immer noch. Wie kriege ich da? Ach so, jetzt wahrscheinlich an dem Computer kriege ich die Tür auf. Das wäre wahrscheinlich naheliegend. Schade, das Alien hat sie jetzt getötet und wir haben es nicht gesehen. Oh, jetzt schleicht das da die ganze Zeit rum. Das sieht uns doch, wenn wir an den Computer gehen, da bin ich mir sicher. Sevastolink. Fehler. Was ist KG348? KG348 ist ein. Was? Ein Gasriese, der sich in einer durchschnittlichen Entfernung von 6,2 astronomischen Einheiten zur Systemmitte befindet. Eine Untersuchung der Wolkenansicht zeigt eine seltene Mischung aus metallischen Gasen. Zur Nutzung dieser Ressource kündigen. Wir mit Stolz. Nein, jetzt hat's mich gesehen! Ja, ich hab's geahnt, dass das passiert. Paar sind noch da. Ja, kurz. Ist besser für die Arbeit. Bin mir noch nicht sicher, ob ich das gut finde. Ja, man merkt's dir an. Ein paar sind noch da, sagt er. Und wie ist besser für die Arbeit? Ist praktisch vom Arbeitgeber so vorgegeben oder wie? Etwas verkehrt. Wieder so, naja, jetzt weiß ich ja schneller, wo ich hin muss. Lass mich in Ruhe. Die anderen Leute nerven. Laufe ich jetzt überhaupt gerade richtig? Ich bin mir gar nicht sicher. Ja, so können wir es natürlich auch machen. Kommen wir da hinten durch? Ich habe keine Ahnung, also laufe ich lieber hier lang. Ach ja. Ich weiß, es ist wahrscheinlich auch schon wieder nicht so zweckdienlich, wenn ich hier so rumlaufe, aber ich bin gerade ein bisschen... Und so. Ey, aber ein gutes hat es. Jetzt können wir uns nochmal angucken, wie das Alien die Alte da tötet. Ist auch mal cool, wenn wir mal nicht immer sehen, wie wir sterben. Ach. Man kann ja auch sagen, was man will, ne? Ich meine, hier andauernd zu sterben ist schon kacke, aber ich finde es immer cool, wie das aussieht, wenn wir verrecken. Nee. Aber als Akira ist es schon praktischer. Ja, da könntest du recht haben. Weiß ich nicht, wenn du dich damit nicht wohlfühlst, es gibt auch dementsprechend Schutzkleidung, oder nicht? So, ja. Jetzt werde ich mal gleich nicht mehr rennen, aber ich wollte jetzt mal schnell von dem Androiden weglaufen. Unsere einzigste Chance. Dann sollten wir sie auch ausrüsten. Ich weiß nicht, man könnte ja dann nochmal probieren, ob die Rauchbomben helfen. So, wie ist jetzt der schnellste Weg? Nicht rennen. Laufen ist wahrscheinlich okay, aber nicht rennen. Dim, 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 dim. Tippe, 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 tapp, tippe, 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 tapp. Tipp, tipp, tapp. Was? Scheiße. Geh, bleib mir weg! Scheiße, scheiße, hoffentlich sieht er uns nicht schnell hier runter. Ich fühle mich so verloren hier unter dem Tisch. Es kommt mir nicht so hilfreich vor. Ich habe nicht das Gefühl, als würde mir das helfen. Genau. Zieh Leine. Geh einfach weg.
Da kann ich, da rein? Und trotzdem bringt er uns um, ne? Ey, da darf auch keiner erzählen. Gleich kriege ich schlechte Laune. Ich brauche meine Flammenwerfer-Munition wieder. So eine Kacke. Nein, ich finde das überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht. Ja, ja, lass mir in Ruhe. Ich sollte vielleicht mal Medizin nehmen, denn sterbe ich vielleicht auch nicht so schnell. Ist mir egal jetzt. Ich nehme Medizin. Ja, ja, ich nehme Medizin. Wir haben kein Dings. So, bin erstmal weg bis heute Abend. Bis heute Abend, Ria. Boah, sind die fies. Ja, ich weiß. Es ist ja nur eins. Es ist nur eins. Es ist das eine Alien. Und es bringt uns einfach andauernd um. Naja, mich. Aber ihr müsst euch das eh dann mit angucken. Stelle ich mir auch nicht so prickelnd vor. Ich heile mich mal erstmal. Bringt wahrscheinlich auch nichts, aber hey. Dann baue ich mal davon noch eine. Vielleicht überstehe ich es dann auch mal nochmal, wenn ich die schmeißen muss. Und auf ein neues. Was soll ich denn da auch so schnell machen? Wer rechnet denn auch damit? Natürlich, ich könnte ja mein komisches Radargedöns in die Hand nehmen, ne? Oh, ich werde gerade so ein bisschen ungemütlich. Ich muss gerade so ein bisschen... Verdammt, ey. Darf man auch keinem erzählen. Echt nicht. Meine Güte. Lass mich in Ruhe. Jetzt kommt wieder der Android und will mir aufs Maul hauen. Bäh. Alternativ könnte ich ihn ja auch erstmal einfach umhauen. Einfach schon nur mal, weil er da so mir auf den Sack geht. Oh, natürlich sollte ich dann auch den Elektroschocker nachladen, ne? Jetzt wird's lustig. Jetzt mache ich mir einfach einen Spaß daraus, dass ich hier andauernd sterbe, weil es nützt ja nichts. Heulen bringt auch nichts. Ich will ihn jetzt trotzdem töten, ist mir egal. Das ist ja auch schon so eine fiese Dings hier. Kackding, Kackding! Stirb, du dummer Android! Ja, guck mal, Flammenwerfer kackedönt. Ist zwar nicht viel, aber hey. Lag hier nicht noch irgendwo so ein komischer Idiot rum? Da! Vielleicht hat er auch noch Flammenwerfer-Scheiße bei. Oh oh. Irgendwo ist es doch schon wieder. Oh nein. Oh nein. Das ist natürlich jetzt schlecht, weil jetzt wird es ja eh auf uns aufmerksam. Ja, ich hab's geahnt. Immer ins Gesicht. Ja! Nützt ja nichts, ich sterb trotzdem. Egal, ich versuch das gleich trotzdem nochmal so. Ich brauche diese Flammenwerfer-Kackgedöns, Mist, Scheiße. Und so, halt. Ich sag ja, also ey, ich weiß nicht. Also in diesem Spiel breche ich meinen Rekord an Verrecken. Ohne Scheiß. Naja. Aber hauptsache ich hab Spaß dabei. Nee, eigentlich nicht. Ich meine, was soll denn dann? Kann ich vielleicht schon speichern, wenn ich... Oh, jetzt hat er natürlich das nicht mehr bei, ne? Das ist nicht nett. Das ist überhaupt nicht nett. Wo ist denn der andere? Hier, komm mal her. Krieg's auch noch. Nein, nein! Oh, ich hab die Sabber noch gesehen, aber ich wollte ihn ja töten. Ich sag ja, ne? Ist das nicht... Ja, ich weiß nicht.
Ich spiele das auf Mittel. Ich hätte das auf leicht spielen sollen. Ich weiß gar nicht, wie viele. War das leicht, Mittel dann schon? Oder. Nee, ich spiele das auf jeden Fall auf Mittel. Ich hätte es auf leicht spielen sollen. Naja. Aber hey, dann hätte ich nicht so viel Spaß dabei zu verrecken. Wie lange habe ich noch? Eine halbe. Komm, wahrscheinlich nicht, wenn ich so weitermache. Naja. Im Endeffekt habe ich da eigentlich gar nichts getan. Weißt du das? Und trotzdem willst du mir ans Leder. Wieso? Wieso bist du so gemein? Hä? Hast du jetzt Dings hier für mich? Auch schon wieder nicht. Ist doch scheiße. Der hat überhaupt nichts für mich. Wofür ist der überhaupt gut? Da oben tropft schon wieder die Sabber raus. Da werde ich jetzt nicht hin. Können wir nur hoffen. Was ist denn jetzt passiert? Warum? Was ist denn jetzt passiert? Das Alien ist nicht die einzige Bedrohung. Ja, aber was ist denn gerade trotzdem passiert? Warum bin ich gestorben? Hat er mich gehauen?